und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute gibt es ein What I Eat in a Day. Also was ich an einem Tag so bei Weight Watchers esse. Da haben einige bei Instagram nachgefragt. Vielen Dank übrigens, dass mir da so viele jetzt einfach folgen aus eurer WW-Community. Hammer, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und da gibt es übrigens auch ein Gewinnspiel bei Instagram. Ich verlinke euch auf jeden Fall meinen Kanal hier unten drin. Und ansonsten gebt einfach Tasty Tasty ein, da findet ihr mich. Und da könnt ihr 6 Pakete gewinnen, so wie diese hier, mit 6 Rezeptbüchern, Spülbürsten und so weiter und so fort. Guckt einfach rein, das Bild ist online und dann steht alles darunter, was ihr dafür machen müsst. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal. So als kleines Update, ich bin jetzt einen Monat und eine Woche dabei. Und ich habe jetzt 4,7 Kilo runter und ich freue mich mega. Richtig, richtig cool. Also es klappt wunderbar. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, was ich hier schon mal verlinke, was ich schon gedreht habe über Weight Watchers, ich handhabe das ein bisschen anders. Guckt da einfach rein. Also ich habe wirklich so Cheat Days auch mit dabei. Deswegen geht es natürlich nicht ganz so schnell, als wenn ich mich jetzt da absolut krass ans Konzept halte. Aber so habe ich einfach das bessere Gefühl und habe das Gefühl, ich kann das mein Leben lang so durchziehen. Und es klappt ja trotzdem. Aber jetzt los. So, womit starte ich immer? Also ich mache morgens wirklich die Kinder fertig. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr selber Kinder habt oder ihr macht euch fertig für die Arbeit oder sonstiges. Und wir essen dann aber nicht zusammen. Normalerweise, im Moment aktuell schon, weil der Kleine hat ja das Beinchen gebrochen beim Rutschen. Und deswegen geht er ja nicht in den Kindergarten und deswegen frühstücken wir dann schon zusammen. Aber der Große, der frühstückt halt in der Schule mit den anderen Kindern. Normalerweise läuft es aber so bei uns ab, dass ich den Bene fertig mache, den Freddy fertig mache. Und dann geht der Bene in die Schule, ich bringe ihn noch nach vorne, mache ihm Essen und dann verabschieden wir uns. Ich bringe ihn noch über die Straße und dann läuft er halt selber zur Schule. Und beim Freddy ist es so, dass ich ihn dann halt in den Kindergarten bringe und die frühstücken halt da und essen auch Mittagessen da. Finde ich aber auch ganz süß, die werden da echt total selbstständig und ja, er macht sich dann immer selber sein Müsli, an einem Tag haben die Müsli-Tag, an einem Tag gibt es dann, keine Ahnung, Nutella-Brot an einem Tag und sonst halt ganz normales Frühstück mit Gürkchen und so weiter und so fort. Ja, was esse ich dann? Also wenn ich arbeiten bin, ist ja das Praktische, dass ich natürlich direkt alles da habe, beziehungsweise wohne ich ja quasi an der Arbeit, also ich habe auch trotzdem immer alles da. Und ich esse meist immer eine Scheibe Brot für 3 Punkte. Das ist ja immer noch relativ im Maße. Wenn ich jetzt so ein Kürbiskernbrötchen mir da für 7 Punkte reinziehen würde, wüsste ich gar nicht, was ich den ganzen anderen Tag noch essen würde. Deswegen mache ich das ganz gerne immer. Nimm dann entweder Putenbrust, die hat ja 0 Punkte, und gebe dann ein bisschen entweder ein Spiegelei oder ein bisschen Rührei drauf. Das ist nochmal so ein Punkt und dann habe ich so ein 4-Punkte-Frühstück halt insgesamt. Damit fahre ich ganz gut so über den Vormittag. Und ja, mache aber manchmal auch einfach so Variationen. Das liebe ich übrigens, das verlinke ich euch, beziehungsweise blende ich euch das hier ein. Das ist so, ja, einfach Tomate klein geschnibbelt mit Schalotten. Ein bisschen Olivenöl, einen Teelöffel mache ich dran. Das ist der einzige Punkt dann für diesen Belag, für das Brötchen. Und mache dann halt noch Kräuter mit rein. Das schmeckt so lecker, Leute. Probiert's aus. Pfeffersalz natürlich. genau, dann geht es ja so zum Mittag über. Da esse ich meist so gar nichts, weil ich da einfach irgendwie entweder noch keinen Hunger habe oder halt auch nicht extra nochmal anfangen will zu kochen. Was meine Alternative dann immer ist, ist so ein Shake. Ich benutze immer diese Shaco-Shakes. Zeige ich euch jetzt auch nochmal. Mittags esse ich gar nicht so viel wirklich. Da trinke ich meist so ein Shake. Hier heute so ein Shaco-Vanille-Shake. Der ist echt ganz super, weil ihr habt halt wirklich alles an Mineralstoffen, Vitaminen mit drin. Gebt die einfach in so einen Shaker. Und zwar 2 Esslöffel, 2 gehäufte. Und gebe dann noch meine Milch dazu. Ich nehme jetzt hier eine fettarme, weil das einfach wesentlich punktefreundlicher ist. Mal gucken, dass ihr das gut zu habt. Und dann shake ich das Ganze. Dadurch, dass man hier diesen Einsatz drin hat, wird das halt richtig fluffig. Sonst kennt man das ja schon mal von so Eiweißpulvern, dass das irgendwie krümelig wird. Das ist hier gar nicht der Fall. Und man kann es halt direkt daraus trinken. Und ich liebe es einfach. Ja genau, die halten mich halt wirklich sehr lange satt und ich bin auf jeden Fall gut damit gefahren immer. Mal esse ich auch was zu Mittag, aber es ist doch eher selten und so habe ich trotzdem alle Vitamine, Mineralstoffe, die ich so brauche. Und es geht halt einfach schneller und einfacher. Beziehungsweise
beziehungsweise mache ich halt auch, wenn ich von der Arbeit komme, weil ich arbeite ja von 5 bis 1 und mache dann gerne immer noch mal so ein halbes Stündchen Mittagsschläfchen. Und wenn ich dann so voll gegessen bin, funktioniert das irgendwie gar nicht. Oder mir geht es dann total schlecht danach, nach dem Schläfchen. Deswegen ist das echt eine gute Alternative für mich. Ja, dann geht es so zum Mittag hin. Mal essen wir dann noch so einen Snack oder nicht. Hier diese Puddings von Ermann sind halt ganz cool dafür, da hast du halt nur 4 Punkte. Oder wir essen ein bisschen Obst oder sowas halt. Also jetzt nichts Dramatisches, dass ich jetzt nochmal anfange zu kochen oder so. Dann geht's aber zum Abend hin und am Abend, da wird richtig gekocht. Und wer mich kennt, der weiß, ich koche meistens mit dem Thermomix, beziehungsweise eigentlich ausschließlich mit dem Thermomix. Und ja, hi Schatz. Da will jemand mitmachen. Und ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge Rezepte, weil ihr habt ja diese Rezeptwelt, dann hat man ja noch diese WW-Community. Ich mache immer so einen Mix daraus und meine Rezepte findet ihr halt auf Instagram. Wie gesagt, falls ihr mir da noch nicht folgt, tut es gerne. In der Infobox findet ihr den Link. Und den Link von Sheko übrigens auch, falls euch das interessiert, schaut da mal rein. Da sind übrigens richtig coole Rezepte. Da wollte ich jetzt auch demnächst mal anfangen, was draus zu backen. Mega cool. Ja, und dann haben wir halt Zeit, wirklich abends meistens, wenn jetzt nicht gerade Fußballtraining oder so vom Bene ansteht. Und dann gibt es halt echt wirklich eine kreative Küche. Also ich versuche wirklich so oft wie möglich was anderes zu kochen. Also ich bin nicht so ein eingefahrener Kocher mehr. Würde mir sicherlich leichter fallen, aber ich will halt einfach Neues ausprobieren und ich will Abwechslung so in den Tag reinbringen. Und deswegen versuche ich halt wirklich immer kreativ zu sein, neue Rezepte zu entdecken bzw. auch umzuschreiben. Viele Thermomix-Rezepte, also es gibt so Fit mit Thermomix nennt sich das. Das ist eine relativ leichte Küche, aber ansonsten sind die sehr, sehr öllastig, Zucker- und fettlastig halt auch leider. Und deswegen model ich das immer so ein bisschen um und entwerf da so meine eigenen Rezepte raus eigentlich. Man kann ja doch sehr viel ersetzen oder ja, es gibt halt einfach viele Ersatzstoffe für Zucker oder Fette oder sonst was. Oder man macht halt ein bisschen weniger rein. Also das funktioniert echt ganz gut, muss ich sagen, mittlerweile. Am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, was ihr in dem Video, falls ihr es jetzt schon geguckt habt, ich hatte es euch ja verlinkt, dann seht ihr das. Aber mittlerweile klappt es halt echt prima. Ja, und hier zum Beispiel jetzt einfach mal so ein Abendessen, was ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe natürlich ganz, ganz viele. Ich mache, wie gesagt, jeden Abend eigentlich Abendessen und einfach mal so eine kleine Inspo für euch. Fisch ist nicht so unser Ding. Da erzählt jemand die ganze Zeit. Ja, und also ein bisschen Fleisch muss eigentlich fast immer mit uns bei uns rein. Es ist halt gutes Fleisch, wir haben eine Metzgerei. Und es ist halt auch nicht massig, sondern wirklich so ein bisschen was brauchen wir schon. Aber manches Mal gibt es auch was ohne Fleisch. Beziehungsweise, wenn ihr Vegetarier seid, lasst es einfach weg. Genau, dann machen wir meistens auch noch einen Nachtisch. Ich bin ja immer ganz gern so ein frischer Kocher, aber manchmal mache ich auch einfach hier diese Ermann-Puddings oder einen Corny-Riegel oder so, je nachdem, wie viele Punkte wir halt auch noch so übrig haben. Ich backe jetzt aber auch super gerne halt ja, mit wenig Kohlenhydraten, wenig Fett. Das klappt echt super. Ich habe da jetzt so meine Tricks und wie das so klappt. Das macht echt Spaß. Ich sag mal, es ist jetzt kein echter Kuchen, ne? Wie wenn man jetzt so ein schönes Paket Butter da reinsteckt oder so. Aber es ist ein guter Ersatz, so für die Alltagsküche. Und ich sag mal, am Wochenende kann man ja dann auch seinen richtigen Kuchen essen. Aber so für, ja, wenn einem so ein Nachtisch oder was Süßes halt wirklich fehlt irgendwie unter der Woche, ist das echt ein cooler Ersatz. Und auch da findet ihr natürlich bei Instagram Rezepte. Und es kommen jetzt auch immer mehr. Ich bin ja jetzt auch gerade mal erst, wie gesagt, etwas über einen Monat dabei und musste mich da halt selber mal reinfinden. Und jetzt, ja, ich habe echt Spaß an der Sache. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Habt ihr schon Erfolg mit Weight Watchers gefeiert? Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ihr habt mir ja auf dem anderen Video auch schon so viel dagelassen. Ich finde es echt mega, es motiviert mich, wahnsinnig weiterzumachen. Und ja, ich finde auch diese Community total geil, wenn man dann sieht, irgendwie, boah, die hat 40 Kilo abgenommen, die hat 10 Kilo abgenommen. Hammer. Also ich finde das richtig toll, es motiviert mich, es macht mir Spaß. Also es macht mir tatsächlich immer noch nach einem Monat Spaß, das zu machen. Und wie oft hat man sowas bei einer Diät, ganz ehrlich, Leute.
Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, schreibt es mir gerne. Aber ich hatte nie Spaß an jedem. Das macht richtig Laune, finde ich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt mir bei Instagram. Ich freue mich immer über eure Nachrichten und euch kennenzulernen. Ich sage einfach mal Tschüss. Verlinke euch hier noch zwei neue Videos und hier ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet. Und sagt Tschüss und bis dahin, eure Laura.